Alpinmuster Granny häkeln für unsere Häkeldecke. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollos Team. Ja, heute geht es weiter mit unserer Granny-Decke. Ich habe für euch heute das Alpinenmuster. Ich komme mal ein bisschen weiter runter. Ihr seht, das kommt hier immer so ein bisschen raus. Ja, das ist heute unser nächstes Granny. Ich häkel das Ganze wie immer, wie auch die anderen Teile, mit der wunderbaren Finesse von King Cole. Es ist eine Decay-Wolle, das heißt, wir häkeln das Ganze mit einer Vierer-Nadel. Die hat 77% Baumwolle und 23% Seide, hat 120 laufende Meter auf 50 Gramm. So, dieses Muster muss teilbar sein durch 2 plus 1. Ich habe hierfür angeschlagen 32 Maschen plus 1, also 33 Maschen. Ich zeige euch das aber auch wieder nur anhand von einem kleinen Stück. Das lege ich mal ein bisschen an die Seite. Ich häkel heute mit der Lilac Mist. Ich habe mir das an 10 Maschen angeschlagen. Ihr schlagt eure Maschen an, wie gesagt, teilbar durch 2. Die erste Reihe ist eine Reihe fester Maschen. Die zweite Reihe startet ihr mit 2 Wendeluftmaschen und macht eine Reihe in Stäbchen. Die dritte Reihe startet ihr mit einer Wendeluftmasche und macht auch eine Reihe in fester Maschen. So, das habe ich schon einmal gemacht. Ich denke, das muss ich euch nicht noch einmal zeigen, wie das geht. So, wir starten jetzt hier auch mit 2 Wendeluftmaschen und wir arbeiten jetzt in Reliefstäbchen. Ich komme mal ein bisschen weiter runter. So, ein Reliefstäbchen ist nichts anderes wie ein normales Stäbchen, nur dass wir nicht hier oben einstechen, sondern dass wir um den Maschenkörper rumarbeiten. Und ihr seht schon, ich steche in die Reihe ein, wo wir hier unsere Stäbchen gearbeitet haben. Also, ich nehme mir einmal den Faden hier auf der Nadel, gehe hier um das zweite Stäbchen rum und mache ein Reliefstäbchen. Ich steche von hier ein, komme auf der anderen Seite wieder raus, hole mir hier den Faden, ziehe ihn hier hinter diesem Maschenkörper durch und ziehe meine Masche etwas nach oben. Und jetzt haben wir hier wieder 3 Laschen auf der Nadel. Hol mir den Faden, gehe einmal durch 2 und durch 2. Jetzt arbeiten wir ein Stäbchen hier oben in unsere feste Masche oder in diese Reihe der festen Maschen, aber die nächste Masche hier, die feste Masche, die haben wir theoretisch mit dem Reliefstäbchen schon bearbeitet. Also stechen wir in die darauf folgende Masche ein und da kommt ein ganzes Stäbchen drauf. Den Faden holen, durch 2 und durch 2. Und jetzt kommt wieder ein Reliefstäbchen, dafür überspringen wir hier das nächste Stäbchen und gehen hier rein und machen ein Reliefstäbchen. Und hier wieder eine Masche überspringen, in die nächste Masche einstechen und obendrauf ein Stäbchen. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe, ein Stäbchen hier unten überspringen, ein Reliefstäbchen daneben. Mal ein bisschen Faden nachziehen.
Und jetzt hier oben eine Masche überspringen, in die nächste Masche ein Stäbchen, ein Reliefstäbchen, hier ein Stäbchen überspringen um das nächste. Es kommt hier oben ein Stäbchen noch drauf und dann haben wir noch eine Masche über. Und da kommt auch ein Stäbchen. Also ihr endet mit einem Stäbchen hinter dem Reliefstäbchen und ein Stäbchen hier am Ende. Eine Wendeluftmasche und die Rückreihe ist immer eine Reihe fester Maschen. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muss noch mal Faden nachziehen, 8, 9. Und die letzte, die verschwindet immer ganz gerne. Deswegen zähle ich meine Maschen ganz oft mit. Dann weiß ich, ich habe hier noch eine zu machen, weil ich mit 10 Maschen gestartet bin. So, jetzt kommen wieder 2 Wendeluftmaschen. Wir drehen das Ganze. Und jetzt versetzen wir unser Muster. Das heißt, wir starten jetzt mit einem Stäbchen hier oben und arbeiten jetzt ein Reliefstäbchen zwischen diesen beiden Reliefstäbchen, die wir hier gemacht haben. Da ist ja jetzt das eine Stäbchen dazwischen und da arbeiten wir jetzt ein Reliefstäbchen. Und wieder hier hinten eine Masche überspringen, stechen in die nächste Masche ein und oben drauf kommt ein Stäbchen. Und jetzt hier wieder zwischen den beiden Reliefstäbchen das Stäbchen bearbeiten. Das heißt, da kommt jetzt ein Reliefstäbchen drauf. Hier eine Masche überspringen, in die nächste Masche oben drauf ein Stäbchen. Und ein Reliefstäbchen hier zwischen diesen beiden. Und ihr seht schon, wie das hier schön rauskommt, das Muster. Hier wieder eine Masche überspringen. Hier kommt ein Stäbchen rein. Hier oben drauf. Jetzt kommt hier noch ein Reliefstäbchen drum. Das ist das vorletzte. Hier haben wir ja unsere 2 Wendeluftmaschen. Da kommt auch ein Reliefstäbchen drum. Und natürlich auch hier wieder die letzte Masche nicht vergessen. Da kommt ein Stäbchen oben drauf. Eine Wendeluftmasche, das Ganze drehen und wieder feste Maschen zurück. Und das Ganze, diese beiden, oder sind ja 4, weil wir ja immer dazwischen die Rückreihe immer mit fester Maschen, diese 4 Reihen werden jetzt immer wiederholt. Also immer im Wechsel die Reliefstäbchen arbeiten, also immer in die dazwischen. Ich drehe das Ganze noch mal, dass ihr das sehen könnt. Also immer die Reliefstäbchen, die dazwischen liegen, die werden immer in der darauffolgenden Reihe bearbeitet. So, das war schon alles. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir freuen uns natürlich wie immer über das Däumchen nach oben.
das Abo nicht vergessen und natürlich die Glocke. Die müsst ihr einmal drücken, dann verpasst ihr keins von unseren Videos. Wir haben so viele schöne neue Sachen für euch. Seid gespannt. Sagt tschüss, eure Bianca.